Meine Traumvorstellung, wie Kirche vielleicht sein kann, wäre da ein offener Raum, der nicht von einem starren Gebäude geprägt ist, der nicht von starrer Liturgie geprägt ist, der offen ist für alle Menschen, wo Glaube gelebt werden kann, indem nicht jeder Mensch da auf seiner Bank sitzt, sondern indem man gemeinsam am Lagerfeuer sitzt, indem man gemeinsam miteinander isst, das Brot teilt, gemeinsam singt. Für mich war immer ganz klar gewesen, also auch als ich dann nach den Elternzeiten und dem abgeschlossenen Studium erstmal in den Beruf reingegangen bin, war für mich die ganze Zeit klar, ich werde irgendwann Diakonin. Und das war auch der Grund, warum ich damals dann schon in die Schwestern- und Brüderschaft eingetreten bin, auch obwohl ich noch keine fertige Diakonin war zu dem Zeitpunkt. Impulse, die ich aus dem Studium mitnehme, sind in die Praxis zu gehen. Also ich merke, ich kriege durchs Studium total Lust, was zu machen und Lust zu legen und in eine Gemeinde zu gehen und zu sagen, hey, so, guck mal, wir können doch mal hier das und das anbieten. Und je kleiner der Studiengang ist, und das erlebe ich jetzt auch in Verbindung mit dem Schwerpunkt Religionspädagogik schon auch, dass auf den einzelnen Menschen geguckt wird und ja, man nicht einfach so verloren geht. Ich erlebe hier gerade eine sehr bunte, sehr queere Gemeinschaft, die ja, so einen Spirit auch von Veränderung halt hat. Die sagt, ey Leute, es ist einiges, was auch irgendwie gerade in Kirche und Diakonie nicht so geil läuft oder im sozialen Bereich generell. Und wir wollen da was verändern, wir wollen da was bewegen und wir werden mal laut. Ich bin Jana, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Berlin und studiere im Schwerpunkt Diakonik.